Heute im Morgen-Magazin. Wir nehmen die Keeper unter die Lupe, sprechen mit Fans und mit Toni Modest. Zu gewinnen gibt es auch noch was. Und ich habe das Tagebuch geschrieben. Blinzel, blinzel. Jetzt nochmal schnell den Schlaf aus den Augen reiben und wir strecken uns alle mal kräftig. Willkommen und guten Morgen zum FC Morgen Magazin. Wir schmieren euch mal wieder die Infos des gestrigen Tages so cremig auf die Stulle, wie das sonst nur die Marillenmarmelade aus dem Eschberghof kann. Njam, njam. Stichwort lecker. Wir beleuchten für euch, wie das ein serviceorientiertes Magazin halt so macht, mal die verschiedenen Mannschaftsteile, damit uns die Jungs danach nicht komplett den Kopf abreißen. Haben wir diesen Job outgesourced. An FC-Legenden mit Fachkompetenz, die Torhüter-Position beleuchtet deswegen niemand Geringeres als der internationale Musik-Topstar James Blunt. Also den Gag mit James Blunt habe ich nicht ganz verstanden. Naja, egal. Schnapp, schnapp, Handschuhe an. Frei nach dem Motto, er steht im Tor und nicht dahinter, werfen wir heute ein Auge auf die FC-Goalies. Da wäre die aktuelle Numero Uno, Marvin Schwäbe. Marvel hat letztes Jahr überzeugt und so manch eine Glanztat begangen. Er ist also der einzige und wahre Superheld, der den Namen Marvel aus Überzeugung tragen darf. You're beautiful, das gilt auch für den Herausforderer. Timo Horn nimmt diese Rolle voll an. Er macht alles, um wieder im Kasten zu stehen. Absoluter Profi. Dahinter sind Jonas Urbich und Matthias Köbbing voll dabei. Urbich, der junge Keeper, bringt unfassbares Talent mit. Köbbis ist ebenfalls talentiert und glänzt nicht nur durch seine polierte Glatze. Der FC hat also mal wieder ein glänzend aufgestelltes Torwartteam. Die Tradition an glorreichen Keepern kann also fortgesetzt werden. In diesem Sinne, goodbye my lovers, goodbye my friends. Ich schreibe jetzt mal flott einen neuen Nummer 1 Hit. Euer Stefan Wessels. Jo, danke James. Halt, stopp. Bevor wir hier weiter für euch die Sonne scheinen lassen, ein Anliegen in eigener Sache. Bitte mal ganz flott abonnieren klicken. Im Social Media Game könnt nämlich nur ihr die Tore schießen und uns hilft jedes Knebelabonnement weiter. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auch wir sind lernfähig und haben von einer horrend teuren Berateragentur für unfassbar viel Geld folgenden Tipp für unser Format bekommen. Interaktion mit den Usern soll helfen. In den Dialog treten, da bin ich als Immobilienhai ja geschult drin. Folgender Megakniff ist dem schlauen Ud dann dabei eingefallen. Wir verlosen etwas. Denn wenn es was umsonst gibt, machen alle ja mit, ganz klar. Bei uns habt ihr heute die Chance auf dieses originale FC-Trainingsoutfit unseres neuen Ausstatters, Hummel. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr habt gestern Luca Kilians Werbung für den FC-Superfan gesehen. Keiner kann so lange wie der Superfan, denn dank des Solarpanels am Fußende des Superfans hält der Superfan den FC-Schall auch noch hoch, wenn der letzte Akkord der FC-Hymne längst verklungen ist. Ja. Und morgen wollen wir das nächste Produkt verticken. Auch hiervon gibt es noch genug im Fanshop-Lager. Das FC Insektenhotel ist eher der Kategorie Ladenhüter zuzuordnen. Und jetzt seid ihr gefragt. Für die morgige Werbung brauchen wir von euch die fetzigsten Gründe, um das Insektenhotel zu bewerben. Kommentiert hier unter dem Video, der lustigste Grund gewinnt. Auf geht's, ihr Werbetexter. Und viel Glück, alle Infos auch nochmal in den Shownotes. Ach nee, falsches Medium. Auf und ab und wir sind trotzdem hier. Tja, das gilt auch hier im hügeligen Terrain von Donaueschingen. Rund 800 FC-Bekloppte reisen jedes Trainingslager mit. Das ist doch ein normales Glück. Wir finden, dass das Grund genug ist, euch mal eine größere Bühne zu geben. Und drum schalten wir jetzt aus dem Studio zum Trainingsplatz. Mit wem habe ich denn das Vergnügen?
Ja, hallo, hier ist der Marco. Ich bin 52 Jahre alt, komme aus Frankfurt und bin schon seit Lebzeiten FC-Fan und freue mich einfach hier im Trainingslager in Donaueschingen zu sein. Erstmal toll, dass du die Mannschaft hier im Trainingslager unterstützt. Wie schätzt du die Bedingungen ein? Die Bedingungen hier sind optimal. Ich bin ja jetzt schon das vierte Mal jetzt hier. Also ich habe schon vom ersten Jahr an das Trainingslager miterlebt hier. Und ich war ja auch schon vorher in vielen Trainingslagern, also auch schon Türkei, Belek, Bad Göking und so weiter und so fort. Und ich finde also hier die Trainingsbedingungen, die hier sind, also wirklich top. Also alles wunderbar. Auch die Leute, SVA sind top. Klasse. Wir müssen ja immer so gesunde Sachen essen. Was esst ihr denn hier Schönes im Ort? Ja, da fragt ihr mich ja als Richtigen, sieht man ja meiner Statur eigentlich auch. Also hier gibt es super leckeres Essen, super leckeres Bier auch. Hier gibt es Krustenbraten, den man essen kann. Und was hier fantastisch ist und super gut ist, sind die schwäbischen Maultaschen hier. Weil es einfach, also es ist ein Genuss eigentlich hier zu sein. Und man kann eigentlich jedem nur raten, einmal herzukommen. Wie viele Trikots hast du eigentlich im Trainingslager dabei? Oh, Trikots 7. 7 Trikots sind es und noch diverse T-Shirts und Poloshirts. Ja, alles, was halt zu einer Fanausrüstung dazugehört. Natürlich auch die Schals, weil man ja auch immer hofft, dass man den Testspielen auch mal dann die Hymne hört und dann auch mal mitsingen kann und auch mal die Fahl schwenken kann. Welche Trainingsübung ist denn deine liebste? Da ich selbst früher Torwart war, schaue ich ganz gern bei den Torleuten zu. Ich sehe ganz gerne, wenn die von dem Uwe Gospodarek da richtig gelünscht werden oder mal richtig rangenommen werden. Und das Schönste ist immer, wenn die Torhüter fliegen. Das ist immer super schön zu sehen, weil man das eigentlich, weil man einfach sagen kann, nur fliegen ist schöner bei den Torleuten, also alles top. Das ist also die Torwartübung von Uwe Gospodarek mit den 4 Torleuten, ist klasse. Das schaue ich am liebsten. Was glaubst du, könntest du auf dem Platz besser als wir? Was ich besser als die Spieler könnte, also theoretisch alles, sage ich ganz ehrlich. Theoretisch könnte ich alles besser als die Spieler, nur praktisch halt nichts. Vom Reden her kann ich alles besser, aber wie gesagt, das bleibt auch beim Reden dann bei mir. Abschließende Frage, läuft der Uth denn heute mal oder zählt er wieder nur Grashalme? Ist der Marc Uth beim Training dabei? Den habe ich noch gar nicht gesehen bisher. Ach, der ist... Ist der bei? Okay. Also wenn der Marc Uth beim Training dabei ist... Warte kurz. Ich glaube, die Verbindung ist hier echt schlecht. Wir gehen zurück ins Studio. Danke dir. Und jetzt gehen wir wieder online. Ich starte schon mal die 5G-Verbindung zu unserem Nerd des Vertrauens, zu Icke. Und wenn ich richtig informiert bin, steht neben ihm noch so ein Internetphänomen. Hat nichts gebracht, aber trotzdem. Welche? Die da. Jetzt. So? Besser. Oh, sind wir schon drauf? Ganz richtig, Marc. Und wer hält am WLAN-Kabel fest? Der Anthony Modest. Ich verstand den Witz. WLAN-Kabel, das gibt's nicht. Und, kabelloses Kabel. Okay. Ha, du merkst, ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn du hast wirklich mein absolutes Lieblingsfoto gepostet. Das habe ich mir schon ganz groß ausgedruckt und über die Couch gehängt. Da bist du drauf mit deiner Mutter und deiner Großmutter. Mhm. Und du hängst jetzt quasi neben Bill Gates und dem Zuckerberg. Mal direkt nebeneinander bei mir. Das sind nämlich meine große Idole. Kannst du jetzt mir mal aufklären, wie du zu dem Foto gekommen bist? Ich war einfach im Urlaub und dann habe ich ein paar Übungen gemacht. So, ich habe erst mal gelaufen und dann habe ich ein paar Übungen gemacht. Und dann habe ich einfach später erfahren, weil meine Brüder hat das Foto gemacht. Und dann habe ich das angeguckt und gesagt, oh, das sieht einfach gut aus. Und wenn du 2 Bodyguards sowas anguckst, dann musst du deine Übung richtig machen. Okay. Du hast die Community da gefragt, ob sie glaube, ob die beide zufrieden sind mit dir, mit deiner Leistung. Ja. Jetzt sind sich die Leute insgesamt einig. Der Raschu 76 spricht von einigen Mama, ja. Die Oma hat aber ein bisschen skeptisch geschaut. Also ist die Oma wirklich wenig strenger wie die Mama? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, Oma ist immer da happy, aber Mutter auch. Aber Oma noch mehr, glaube ich. Ja, also jetzt kannst du ja exklusiv mal für die Community enthüllen, wie zufrieden waren die mit deiner Performance und gab es danach was Gescheites zum Essen? Ein paar User haben das vermutet, kann deine Oma oder Mama kochen? Ja, welche Oma und Mutter kann ich kochen? Ne? Und sogar sehr gut. Gut. Was
ist denn am liebsten und kannst du selber auch kochen? Hast du was gelernt von denen zwei? Nee, ich kann nicht kochen, aber ich kann gut essen, aber kochen kann ich nicht. Und was ist das Lieblingsgericht von deiner Oma? Ja, bei uns gibt es so Reis mit roten Bohnen und mit ein bisschen Fleisch oder Gemüse. Und, ja. Gut, bodenständig. Schön, Gulasch, Schwäbisch. Wir wissen ja jetzt alle, dass du auch gerne mal einen Kaffee trinkst. Aber dein Hund scheint auch durstig zu sein. Der darf auch mal am Röhrchen schlotzen. Der David Heide. David, jetzt habe ich die wieder Insta-Name. Der David Mechau Wiston vermutet sogar, wer seinen Hund Alkohol trinken lässt. Anthony Modest. Mhm. Stimmt es? Nein. Nein. Dein Hund trinkt keinen Alkohol. Nee. Also für die Community, Anthony Modests Hund darf keinen Alkohol trinken. Toni, du merkst, wir zwei haben ein ganz, ganz tolles Level. Wir könnten ewig weiter schwätzen, aber die Zeit drängt weg. Ich kann nur sagen, folgt dem Kerl auf Instagram. Der hat das Insta-Game echt super verstanden. Okay, komm, letzte Frage noch. Was war bisher dein absolutes Lieblingsessen hier im Öschberghof? Boah, ganz ehrlich, das schmeckt... Alle schmecken hier. Es gibt nicht was Besseres oder was. Aber wir sind sehr begeistert von das Essen hier, also insgesamt von das Hotel. Und wir kommen immer wieder gerne hier. Ich bin vorhin auf dem Weg zum Studio her, gibt es so eine Candy Bar vorne aufgebaut. Bist du da auch mal am... Nein, ja, ja, okay. Ich bin ehrlich, ja. Also, Candy aber ich hab auch eine Frage. Ja. Hast du keine Zeit, ein T-Shirt zu bügeln? Hier im Hotel gibt es nicht, ja? Kein Bügelservice für Angestellte, oder nur für Vips. Also, eine habe ich noch. Bei wem gibt es nie ein Essensrest? Beim Anthony Modest. Jetzt hast du mir den Gag gleich am Anfang zerschossen, aber gut. Danke und bye for now, wie die Franzosen sagen. Au revoir. Tschüss. Toller Mann, also beide. Und ich freue mich schon, wenn Icke dann meine alten Insta-Bilder von früher entdeckt. Das war als Absage für dein Format zu verstehen, mein Lieber. So, jetzt noch das Tagebuch, damit ihr wisst, was sonst noch wichtig war für heute. Liebes Tagebuch. Zum Frühstück gab es heute ein Spiegelei. Das esse ich ja am liebsten als Sunnyside. Das Eiweiß sollte uns helfen, die Einheiten des Tages zu überstehen. Also Flügel scheinen uns nicht gewachsen zu sein, auch wenn wir es alle ganz doll versucht haben. Abgehoben ist niemand. Und das, obwohl eine Hummel auf unseren T-Shirts draufgestickt ist. Naja. An die Mittagspause kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die war viel zu kurz. Ich glaube, ein paar haben Interviews gegeben. Ich aber nicht. Mich fragt ja keiner mehr. Dafür habe ich am Nachmittag ganz viel Schabernack mit meinen Freunden getrieben. Wir haben ganz wild gerangelt. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Am Abend ist dann der Jan-Uwe noch barfuß und ohne Hose Autogramme schreiben gegangen. Tja, liebes Tagebuch. So schnell geht ein Tag hier im Öschberghof zu Ende. Ich gehe jetzt ins Bettchen und träume vermutlich von Medizinbällen. Bis morgen, liebes Tagebuch. So, nicht vergessen, unbedingt beim Gewinnspiel mitmachen. Wir suchen euren Spruch für das Insektenhotel. Hummel, Hummel, Mors, Mors. Abschließend noch ein flotter Schlussgag aus dem Hause Uth. Ob Hummeln auch manchmal so traurig sind, weil sie keine Wespenteile haben? Huh?